Oh Mann, ist das gruselig! Herzlich willkommen zurück zum Stimmenverstellsimulator 2014 und Panview Drive. Es ist gerade plötzlich heller geworden. Dann weiß ich mittlerweile gar nicht mehr. So, ich renn mal direkt straight dahin, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, ne? Das ist nämlich irgendwo unten. Nee, irgendwo oben. Einfach schon. Ach so, die. Ah, Moment! Moment! Der hat ja was gesagt? Hab ich gerade was gehört? Nö. Und zwar, beim letzten Mal hat sich die liebe Clownspuppe, die Clownspuppe wieder hier hingestellt. Oh, da ist sie wieder. Hallo. Jetzt hab ich echt das, Alter. Jetzt hab ich erwartet, dass du mich scammst. Scam mich doch. Du blöde alte Sau, du. Scam mich doch, ha? Traust du nicht, oder was? Blöde Sau, du. Mami, die traut sich nicht. Oh, mein Sohn. Oh, mein Sohn. Wein doch nicht! Du traust doch was! Hau doch nicht rum, du blöde Heususe! Aber Mami! Ich hol gleich deinen Vater! Aber na, oh nein, Mami, hol nicht meinen Vati! Doch, ich hol den jetzt! Was soll denn der Kreis hier? Hallo Vati! Was soll der Kack? Schon wieder am Heulen oder was du soll? Nein, Vati, alles okay! Nimm mich nicht Vati, du Sau! Ich bin dein Papa! Das Wort mit, was mit B anfängt, mit Itch endet. Das sagt man auch zu seinem Sohnemann, ne? Hör mal. Du Penis. Penis darf ich sagen, aber das andere Wort sage ich nicht. So, was ist denn jetzt hier? Schäfer, können wir einen Schlüssel? Hier sind wir schon beim letzten Mal gewesen, aber hier war ja keine Schlüssel. Wo muss ich denn jetzt hin? Oder ist da oben was? Nö. Ich sehe hier nichts. Hallo? Ist die Tür offen? Oder lag der Anschlüssel? Was war das? Ist die Schule was bewegt? Was heftiges bewegt? Oder jetzt kommt es gleich wieder. Unten auf dem Gartentisch. Weil doch beim letzten Mal kein pinkes My Little Pony-Lichtchen. Dann rennen wir da hin und dann. Oh, da ist ein Schlüssel. Hupen! Alter, da sind sogar die Nippel dargestellt. Jetzt ist aber mal gut hier. Warum stellt man die Nippel da? Es gibt doch nur Probleme mit YouTube. YouTube! Hör mal, jetzt halt die Klappe hier! Ah, Papi, ich hab doch gar nichts gesagt! Ja, sicher hast du nichts gesagt! Ich zeig dir gleich, wie du nichts gesagt hast! Das arme kleine Kind. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Kann ich auf den Knopf verdrücken? Ich bin dran mit Schachspiel. Was denn? Ach, das Schach? Ich will. Oh, cool, wir spielen Schach! Oh! Ja, ich will ja nur hier hin. Ja, dann bewege ich den da. Pass auf, ich setze dich scharf. Welche Seite bin ich denn? Die hier. Okay, dann gehe ich hier hin. Ich sehe nur nichts. Kann man nicht abmachen. Wo kommen die Geräusche her, Alter? Wer lacht da so? Guck mal, der Papi vorbei. Der kommt ja auf den Arsch. Na sicher. Oh nein, Papi. Nein, nicht dir. Blöde Sau. Zehnmal angesprochen. Ach, ich hab den Schlüssel gewonnen. Das ist okay. Muss man ja mal kurz an der Nase kratzen, das war mir zu viel Action. Wo kamen denn die Soundeffekte her? Das ist bestimmt so ein kleines Kind mit so einem Ghetto-Blaster. Oh, der hat die Runde gewonnen. Dann wartet er wieder. Oh, sicher. Warum nicht? Meine Nase juckt. Warum juckt meine Nase heute so sehr? Vielleicht habe ich einen Nasenjuckkäfer, der mich da nicht ganz verbeißt. Sicher, es gibt keinen Nasenjuckkäfer. Lass mal nicht verrückt werden lassen. Mama, was ist ein Nasenjuckkäfer? Hab ich nicht gesagt, du sollst dir solche Fragen stellen! Mami, seit wann hast du denn so eine höhere Stimme? Tiefe Stimme, nicht hohe Stimme. Das wäre meine Mami, ne? Bin ich deine Mami oder was? So. Kann ich mir hier was kochen? Bah, was hat denn? Bestimmt Gehirnrührei oder sowas. Der bewegt sich, wenn ich die Taschenlampe anmache. Oh, Milch. Bestimmt noch nicht abgelaufen. Und Grießbrei. Ah! Supi, und da ist noch mehr Milch. Und da sind wieder die Fische. Die berüchtigten Fische. Ach, guck mal, das ist doch mal eine Lampe, die den ganzen Raum ausfüllt. Gibt's ja nicht. Hör mal, ne? Was ist hier? Noch mehr Streichhölzer. Oh, eine Krabbe. Oh, lecker. So auf der Spüle. Da sind die richtig gut. Warum isst man denn die Krabbe nicht? Klatsch einfach dahin. Guck mal, so eine Matz. Ich hab da einen Krebs aus dem Aquarium genommen. Oh nein, Papi. Da ist ein Krebs! Ja, sicher.
Was für ein Rabenvater. Ja, sicher doch. Sieht alles wie gedeckt aus. Ja, supi. Oh Gott. Vielleicht hätte ich mal ein Kürzchen gegessen. Was ist das denn da? Kannst du dir ins Auge stechen? Draußen ist ein Windstoß und das macht hier bei geschlossenen Fenstern drin. Nee, ich gehe einfach weiter. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Schon ein paar Weinfläschchen. Ist ja eine ganze Menge Zeug hier, ne? Was steht denn da oben? Kann ihn lesen. Da steht irgendwas von Proteingedönse. Da steht, du vergammelst deine Taschenlampe. Oder zumindest deine Batterie. Wäre ganz schön. Oh, das ist Kraut! Sauerkraut bestimmt! Okay, den Schlüssel haben wir schon. Warum bin ich hier noch weiter drin? Hallo? Oh, hallo? Ist da jemand? Vielleicht eine steinige Frau mit Hupen? So wie du da? Ah! Nicht hingucken. Ich renne immer zu den falschen Türen. Kann das sein? Hier verlauf. Hier war doch der Glockenraum. Glockenraum. Kann ich jetzt hier durch? Nö, kann ich nicht. Meinst du, die rasten nochmal alle so aus? Du hast da echt epileptische Anfälle da drin, ne? Plötzlich, oh Gott, die Teile schlagen schneller. Und die Freundin, die daneben den steht, die soll ja anscheinend die ganze Zeit dabei sein. Sind wir ein bisschen bekloppt oder so? Oh mein Gott, sie werden immer schneller. Sag mal, was hat dich denn gemessen? Ah! Ich mach Schluss. Bis dann. Sicher. Der arme Typ. Der arme. Ach so, das ist die Abkürzung, genau. Geh mal wieder nach unten. Meine Haare sind so blöde. Ich trage die auch gar nicht so. Mir geht. Wird das voll auf dem. Was ist denn jetzt? Wartet hier was? Nö. Einfach mal ein Spontananfall. Weißt du, zu Hause trage ich sonst immer meine so nach hinten. Will ich euch nicht zumuten. Ne, irgendwann werde ich euch das zumuten, ne? Also, habt schon mal Angst vor dem Tag. Geht's da draußen? Wo geht's denn noch hier hin? Da ist ein Fenster. Ich dachte gerade, da geht's da draußen. Da wäre so eine offene Tür. Frau mit Nippeln? Nee, Mann mit Nippeln. Wie? Das sind Männer Nippel. Oh, nö. Oh nö. Ist das Weed? Das ist eine Weed-Pflanze. Nein, ist es nicht. Wenn das ist eine. Pass auf, das ist eine. Gibt's hier Licht drin? Licht. Ich brauche Licht, denn ich will meine Taschenlampe nicht vergammeln. Taschen. Ist irgendwo ein Schlüssel. Oder nicht? Auf jeden Fall sind hier Batterien, die ich mal wieder nicht nehmen kann, weil ich nicht mehr Platz habe. In so einem Horrorhaus, wo du auch unbedingt bleiben willst, ne? Weil du dafür nichts kriegst. Nicht mal 1 Milliarde Euro oder sowas. Da kannst du nicht mal, weiß ich nicht, ziehst nicht mal so eine Bauarbeiterhose an, wo du dann überall eine Tasche hast. Da eine Batterie, da eine Batterie, da eine Batterie, da eine und da unten eine. Und nachher bist du der Batteriemann, bist so fett. Ich bin der Batteriemann. Und ich werde deinen Tag elektrisieren. In einem fiesen Weg. Okay. Der fieseste Bösewicht aller Zeiten. Ja, ich sehe, dass das leuchtet. Ist ja auch ein Schlüssel. Oder muss ich gleich wieder in den nächsten Jumpscare-Raum rennen? Ich sag immer Jumpscare, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht darauf gezielt, ne? So eine vergammelte Pflanze, ja lecker ist das. Die da schon aus dem Topf rauswächst, wie bei The Ring. Hier ist Snacks. Ich guck mich immer so derbe heftig um. Na gut, dann. Heute Morgen war der ganze Hof um den Brunnen voll mit Krähen. Nein. Linda hat sich zu Tode erschrocken. Ich hab die Biester verjagt. Ihr blöden Biester! Runter von meinem Rasen! Ja, sicher. Der alte Rentner schlägt wieder zu! Die blöden Krähen, die kacken mir auf den Rasen! Das dulde ich nicht! Diese blöden Krähen! Die spülen dich das Klo runter! Genauso wie dich, du schlechtes Unterspiegel! Und du! Du, dieses dämliche Ding, was ich von dem dämlichen Andreas geschenkt bekommen habe! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und wünscht mir Jumpscares. Bis dann. Tschüdelö. Jumpscare. Ich brauche gar nicht warten. Beim letzten Mal habe ich irgendwie 2-3 Minuten gewartet. Also mir ist so doof. Bis dann.